Ich bin Rahel, ich leite das Social Media Team von Gustileder und wir beschäftigen uns gerade mit der Verifizierung bei Instagram. Das heißt, wir hätten gerne einen offiziell verifizierten Account, einfach um auch ein bisschen glaubhafter zu wirken und das Vertrauen von Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Influencern direkt zu haben. So wie uns geht es 1000 anderen Unternehmen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und kritisieren tun wir den Facebook-Mutterkonzern lieber nicht. In unserem Unternehmen arbeiten mittlerweile 140 Personen und Gustileder besteht seit 11 Jahren. Das heißt, wir sind auch nicht mehr dieses junge, kleine Start-up, das bei vielen Menschen vielleicht noch im Kopf ist. Social Media ist ein großer Teil unseres Marketings und ist uns ja sehr wichtig. Wir zahlen momentan 30.000 Euro im Monat für Werbung an Facebook. Der blaue Haken auf Instagram ist unglaublich wichtig für junge, kleine Marken, weil er entscheidet letztendlich, ob der Kunde Vertrauen hat oder nicht. Wir können allerdings nichts beeinflussen, wie wir diesen blauen Haken bekommen. Wir sind machtlos. Ja, dass wir nicht verifiziert sind, macht uns die Arbeit bei Instagram selbst ein bisschen schwer, weil wir eben mit wichtigen Influencern nicht zusammenarbeiten können. Ja, es scheitert eigentlich an der Transparenz von Instagram selbst. Das heißt, wir stellen einen Antrag auf Verifizierung und dieser wird durchgehend abgelehnt, obwohl wir unseres Wissens nach die Kriterien erfüllen. Wir arbeiten mit 60 Influencern im Monat ungefähr zusammen. Wir sind in den überregionalen Medien erschienen und ja, auch sonst erfüllen wir eigentlich jedes Kriterium, werden aber abgelehnt. Das heißt, es sagt einem niemand, okay, das und das ist das Problem. Und wir sind durchaus bereit, dafür zu arbeiten, Zeit zu investieren, Geld zu investieren. Aber wenn uns niemand sagt, wo genau das Problem liegt, wie sollen wir das Problem dann lösen?